Hallo von der CMT 2023 in Stuttgart. Es ist Montagmorgen. Ich bin jetzt hier in der Halle 10. Hier direkt neben den Knaus-Ständen ist natürlich auch Weinsberg vertreten. Und da will ich euch mal eins der neuen Pepper-Modelle, das ist ja das Erfolgsmodell schlechthin, auf dem Wohnmobilmarkt zeigen in der Version 2023. Ja, so sieht die schon ein klein wenig bullig wirkende Front auf Mercedes Sprinter aufgebaut aus. Nehmen wir mal ein bisschen ums Fahrzeug rum. Ja, hier sind auch gleich ein paar schöne Alufelgen mit ausgestellt. Hier die Seitenansicht etwas vom Grünzeug verdeckt. Ist aber auch nicht schlimm. Die bekannte Travelbox. Hier Stromanschluss, Frischwasseranschluss, ja, den Frostwächter und die Ablassmöglichkeit, den Ablasshebel für euer Grauwasser in einer Box praktisch verbaut findet. Hier ist der Einschub für eure Kassettentoilette. Hier bei Weinsberg hat man eine Dometic-Kassettentoilette verbaut. Wie üblich bei den Kassettentoiletten, einfach ausziehen, mitnehmen, entleeren und wieder hineinschieben. Sollte man natürlich nicht vergessen. Ein Blick in die Heckgarage des Weinsberg. Reichlich Stauraum, zusätzlich noch einige Ablagefächer. Also dann kriegt ihr auch größere Sachen. Natürlich auch Fahrräder oder zum Beispiel eine große Hundebox unter. Der Weinsberg Pepper ist mittlerweile auf 6,92 Meter gewachsen. 2,30 Meter Breite, 3,5 Tonnen Fahrzeug. Also mit dem handelsüblichen normalen Dreierführerschein noch zu fahren. Die Eingangstür mit Lichtausschnitt und schon mal ein paar Haken zum Anbringen von kleineren Sachen. Eure Mütze, eure Schal und so weiter. Gehen wir mal hinein, werfen einen Blick auf die Dinette. Und oberhalb der Dinette auch schon mal ein größerer Schrank mit Stauraum. Unterteilt in einen Bereich mit zwei Fächern und einen größeren Bereich, auch zum Unterbringen etwas sperriger Gegenstände. Oberhalb der Fahrer-Beifahrersitze habt ihr auch noch weitere Ablagemöglichkeiten. Und ein Rooftop, dass ihr reichlich Licht in das Wohnmobil hineinbekommt. Hier ein Blick noch auf das Cockpit, das Mercedes Sprinter Cockpit, was wir ja in immer mehr Wohnmobilen hier auf dieser Messe gesehen haben. Gehen wir aber gleich in den Heckbereich zu den Längsbetten. Auch hier mit Fenstern auf beiden Seiten. Das sollte mittlerweile bei den Wohnmobilen eigentlich Standard sein, wird aber hier und da immer noch als Zubehör, als Gegenaufpreis verkauft. Hier an der Seite habt ihr schöne Ablagemöglichkeiten und am Kopfende nochmal drei Staufächer, drei Stauschränke zur Ablage von euren Klamotten und anderen Utensilien. Schauen wir uns mal den Küchenblock des Pepper an. Hier wieder mit drei Flammen, Gaskochfeldern, einer runden, relativ geräumigen Spüle und einer stabil wirkenden Armatur dabei. Wasserfiltersystem Blue Water ist hier schon verbaut. Sylvie Ready wird hier angezeigt. Das heißt, die Wände müssten wohl magnetisch in irgendeiner Form sein, dass ihr hier die Sylvie Gläser direkt benutzen könnt. Wer das noch nicht kennt, Sylvie bietet ja Systeme an mit Magnetpads und Gläsern, die ihr an diesen Magnetpads praktisch befestigen könnt und die dann auch wirklich absolut sicher halten. Hier eines der Schubfächer unterhalb der Kochzeile, auch reichlich Platz, um eure Kochutensilien, Küchenutensilien hier unterzubringen. Der Kühlschrank, ein Slim Tower, hier im Holzdekor des gesamten Wohnmobils mit verkleidet. Geht ziemlich tief runter. So
sieht der Kühlschrank von innen aus recht hoch. Geht auch tief runter. Nicht ganz rückenfreundlich, aber hat dafür doch recht viel Stauraum. Und hier der Stauraum unterhalb der Betten mit Kleiderstange auf der einen Seite. Doch auch recht großzügig. Und hier auf der anderen Seite mit Ablagefächern, mit Ablageböden. Auch hier einiges an Stauraum, den ihr für eure Klamotten nutzen könnt. Dann schauen wir mal hier die Trittstufe an. Auch die könnt ihr anheben. Auch dahinter befügt sich Stauraum und ein direkter Zugang zur Heckgarage. Dann werfen wir noch einen Blick ins Bad des Fahrzeuges. Auch hier seht ihr, doch relativ geräumig. Der Duschbereich ist auch wieder abtrennbar. Und hier ein Blick auf den Spiegelschrank, das Waschbecken und der drehbaren Toilette. Also ich habe die Nasszelle des Peppers schon enger in Erinnerung, allerdings da war der Pepper auch noch ein paar Zentimeter kürzer. So 20 cm können halt immer mal wieder wichtig sein. Ja, ich denke, der Weinsberg Pepper Edition wird auch weiterhin ein Erfolgsmodell bleiben. Die Ausstattung ist gut, dadurch, dass er etwas länger geworden ist und auch ein klein wenig breiter. Ja, ist er noch ein wenig geräumiger, ein wenig komfortabler insgesamt. Und jetzt auch mit Mercedes Sprinter. Auch nochmal noch was anderes wie den üblichen Fiat Ducato zum Beispiel oder den Citroën Jumper. Wobei wir selbst Fiat Ducato fahren und wirklich nicht meckern können über die Motorisierung. Aber Mercedes, naja, den Stern vorne dran. Gut, wir brauchen es nicht. Aber für manchen ist es dann doch schon wichtig, glaube ich. Aber egal, wie gesagt, der Pepper überzeugt weiterhin und wird auch weiterhin in der Erfolgsspur bleiben, denke ich. Also dann sehen wir uns wieder. Hoffentlich beim nächsten Video hier von der Messe, von der CMT 2023. Wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch gerne den Kanal. Neben den Messeberichten, das ist für mich auch noch so ein wenig Neuland natürlich, findet ihr auf unserem Kanal jede Menge Reiseberichte über unsere Urlaubstouren und Kurzausflüge an den Wochenenden. Jetzt seit einem guten Jahr mit unserem Sunlight. Also bleibt dabei, bis bald, tschüss und bleibt gesund.